Also, servus zum neuen Video. Bei uns in Malaysia ist der Lockdown immer noch voll im Gange. Wir mussten natürlich viel heimlich machen, weil sonst hätten wir also das Festland nicht mehr verlassen dürfen. Jetzt hätten wir also heimlich in die Marina gefahren, haben Wasser getankt, haben Essen gebunkert und sind also gleich wieder weg zur nächsten Insel. Und was alles passiert ist, das zeige ich euch jetzt im neuen Video. So, im letzten Video haben wir wieder mal unter Wasser und natürlich auch Fische gefangen, weil man muss ja was zum Essen haben. Reparaturen sterben nie aus am Schiff. Eine Haiattacke. Und natürlich in den Tropen muss man mit jedem Tag mit Regen rechnen. Der Regen, der bringt natürlich sehr viel Müll über die Flüsse runter, aber scheiß drauf, der Gang ist aber lustig. Ich lasse mir die Laune nicht verderben. Also, wir fahren jetzt da vorne nach Terengganu, weil uns geht der Stoff aus. Wir haben kein Wasser mehr und haben kein Brot mehr. Wir müssen jetzt da drin einkaufen. Und das ist aber verboten. Wir dürfen das Festland nicht anlaufen, weil wir ja hier in Quarantäne sind. Aber das geht mir eigentlich am Arsch vorbei, weil verhungern will ich auch nicht. Also fahren wir jetzt dann um 3 Uhr los und da sind wir um 6, halb 7, kurz vorm Finsterwerden, sind wir in Terengganu. Und da werden wir Wasser bunkern und dann schnell in den Supermarkt gehen und einkaufen. Und morgen früh, bevor die Herrschaften da wach werden, bin ich wieder weg. Ja, hier tue ich also die große Plane falten. Als Einhandsegler muss man sich natürlich was einfallen lassen, weil die dritte Hand fehlt. Abenteuer, das er gerne leben will. So, alles ist zu. Hey, schon wieder dir. Bei uns geht es also genauso. Ne? Wir müssen heimlich die Stadt Terengganu anlaufen, schauen, dass wir unentdeckt wieder abhauen können und dann fliehen auf eine Insel, wo es uns wieder nicht entdeckt. So, wir fahren jetzt hinter zur Marina, weil wir kein Wasser mehr haben. Denn ohne Wasser geht es ja einfach nicht. Und alles muss natürlich heimlich ablaufen. Und so haben wir also nachts
Also es wurde also schon finster, kein Mensch war da, haben wir Wasser gebunkert. Und sind also gleich wieder zurück aufs Schiff. Mal schauen, ob es was gibt für uns. So, die Straßen sind also leer. Der Lockdown ist in voller Fahrt. Überall nehmen sie die Quarantäne hier sehr ernst. Die Hände müssen also desinfiziert sein. Und jeder trägt natürlich Maskenschutz, wir natürlich auch. So, jetzt geht's natürlich wieder flott weiter zur nächsten Insel. Für uns ist also die Quarantäne nicht so schlimm, für andere Daheimgebliebene, die da eigentlich in ihren Häusern eingesperrt sind. Alles klar, Herr Kommissar. Hier lacht der Teufel. Das Schönste am Segeln ist immer ankommen. Ja, dann gibt es aber ja Bier. Was? Also gestern am späten Nachmittag sind wir also von Capas losgefahren nach Terengganu, weil wir kein Frischzeug mehr hatten und vor allen Dingen Wasser ist ausgegangen und uns Brot. Naja, und da haben wir also gestern sind wir beim Dunkelwerden sind wir da angekommen, weil ich ja das extra so geplant habe, weil wir kontrolliert werden. Ja, in der Früh waren wir dann gleich beim Einkaufen, haben also gut gebunkert und sind dann also ganz schnell, so schnell wie möglich, sind wir wieder abgehauen und sind jetzt hier bei der nächsten Trauminsel, wurden jetzt gerade von einem Sheriff hier kontrolliert, aber der war gleich so begeistert, weil wir aus Deutschland kommen und ich Vorträge mache für Malaysia. Na, es sind ganz nette Leute hier und ja, wir haben eigentlich hier eine Art Quarantäne-Trumpfkarte gezogen. Ja. Beware of the... Oh, thank you. Okay, thank you. Wieder reinschmeißen, weil da hat man direkt Leute kalt. Ja. Und das ist Süßwasser. Warte mal. Tu nochmal den anderen Kübel her, sonst leidet der da so. Ja. Nein, guck mal, mein Kerl, Süßwasser, das magst du gar nicht. Das ist schon was anderes, gell? Und du, Mann, ich bist schon verreckt, hä? Nein.
Machst du es überhaupt nicht, wenn man den hier einen Schwanz packt? Da, grüß sie fix. Schau her, der ist wirklich kitzelig am Schwanz. Blöde Sau. So kannst du gefahrlos am Fisch aus. So, entweder abschlachten oder reinschmeißen. Den Papageienfisch kann man reinschmeißen. Sauer. Die schmeißen aus, die sind jetzt auch nicht gerade beschäftigt. Langsam reinschmeißen. Zack, ist er weg. Aber den Kaiserfisch, den Frise, den machen wir. Weil die sind so schön und noch mein ganzes Leben habe ich noch keinen gefressen. Das ist aus reinen Studien. Ja, typisch Tropik. Es regnet wieder mal. Eier, sagt der Meier. So. Jetzt wird los. So ein Tag startet natürlich gemütlich mit einem Frühstück. Durch den Regen hat sich natürlich viel Wasser im Dinghy gefangen und so ist es also gleich unsere Waschmaschine. Ja, wenn man nicht raus kann, sucht man sich andere Beschäftigung. Am Schiff gibt es immer Arbeit, die wird nie ausgehen. Ja, hier in dieser Gasflasche, also Pressluftflasche zum Tauchen, ist also keine Luft drin, weil hier sieht man also, habe ich jetzt das angemalt und jetzt sehe ich, wo ist die Druckstelle. Und diese Druckstelle ist zu hoch, weil da an den anderen Stellen entweicht die Luft. Und jetzt muss ich das da abschleifen und mache eine neue Dichtung drauf und wieder füllen, weil eine leere Flasche ohne Luft korrodiert innen, kann man nicht stehen lassen. Also. Die muss ich erst einschleifen, weil die zu groß ist. Leck mich doch eine Welt am Arsch. Lass sich betteln wie eine Jungfrau. Ja, so ein Segelschiff ist eine Werkstatt, Ersatzteillager von allen möglichen Dingen, ob das Elektronik ist, ob da Maschinenteile sind, alles musst du dabei haben, alles musst doppelt dabei haben und wenn es natürlich noch hat, alles mögliche noch an Sportsachen wie hier, Taucherei auch noch, musst du ein komplettes Tauchequipment dabei haben und für jeden Scheißdreck ein Ersatzteil. Sonst kriegt dich Fick dich der Teufel! Auf die Kniescheibe, ganz gut! Ah, muss reichen! Na Freude! Operation gelungen, Patient tot! Tja, hier ist also diesen Seemännern der Motor stehen geblieben. Ja, was macht der Motorbootfahrer? Paddeln kann er nicht. Also muss ich ihm helfen und habe mit meinem kleinen 2 PS Motor abgeschleppt. War natürlich schon sehr mühselig.
can talk to your father, talk to your mother. Letzten da an. Fische. Zappeln noch. Ja. Was da drüben los ist, weiß ich nicht. Ja, lief jedenfalls nicht mehr. Und jetzt habe ich sie rüber geschleppt zum Steg. Ja, und dann ging mein Motor nicht, ne? Weil hinten der Stecker vor der Zündkerze runtergegangen ist. Ja, ja. Geben wir dir wieder die Freiheit. Einer ist schon weg. Also, schwimm gut. Er schwimmt aber Kiel oben. Ja, ich hoffe, dass euch mein neues Video gefallen hat. Wenn euch irgendwas bewegt, schreibt mir das in die Kommentare rein. Und in ein paar Tagen bringen wir dann das nächste Video. Wir haben nämlich viel auf Lager. Servus. Das musst du einsetzen als Kinderschreck. Sonst kommt der Gang. Geht's ins Bett, sonst kommt der Gang.